Hier werden wieder Katzen angeschrien, diese armen Katzen. Jetzt lass sie doch auch mal spielen, ey. Was ist denn hier los, Alter? Was ist denn eigentlich hier los? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute wird gebastelt. Heute wird gebastelt. Wir haben Besuch. Jansu ist da, a.k.a. die Frau, die bessere Hälfte von Amen. A.k.a. Abla. A.k.a. Abla, genau. Wir machen schicken Schmuck. Hier, nix Kinderarbeit, ne? Hier, türkische Werksarbeit. Türkische Kinderarbeit, ne? So Leute, genau, ich gehe jetzt ins Gym, zieh mir gleich nochmal einen Booster rein, hab hier gerade schon ein bisschen was reingekippt. Da ist, keine Ahnung, was da drin ist, es wird funktionieren. Armin hat gesagt, trink die Scheiße, ich habe gesagt, okay, weil wir gehen jetzt ins Fitnessstudio, weil wir trainieren heute Nippel. Er hat sich verändert, seitdem er YouTube macht, weißt du? Ja. Er hat sich ein bisschen verändert, er macht jetzt YouTube, deswegen braucht er mich nicht mehr. Er hat jetzt ein Video mit mir gemacht, hat meinen Namen genutzt und naja, was soll ich machen? Hallo Mr. Günther, hallo, wie geht's dir, Mr. Günther, hallo, wie geht's, alles klar, wie geht's, hallo, mein Vater, sag mal, hallo, jetzt mach mal Witz, mach mal Witz. Oh, er hat Witz gemacht. Guter Junge, guter Junge, guter Junge. Salam alaikum. Alaikum assalam. Naja, gut, alles klar. Ist halt der andere Flex. Ja, wir haben Fahrstuhl in der Wohnung. In unserer Wohnung. Das heißt, ich mache hier die Tür auf. Drück da rauf. Gut, alles klar. Tschüss! Ja? Tschüss. Ja? Tschüss. Ja! Ganz kurz ein anderes Thema. Kommunikation ist ja bekanntlich der Schlüssel für alles. Bedeutet, ich habe heute meine McFit-Karte vergessen. Dann stand ich da unten, war normalerweise kenne ich alle Trainer. Heute keiner da. Alle 6 Trainer, die ich sonst kenne, krank. Aushilfe. Stand unten. Ist der deutschen Sprache nicht optimal mächtig, was ich gar nicht schlimm finde. Und ich war höflich, respektvoll, habe der Dame erklärt, was mein Problem ist, dass ich eine Karte brauche, bla bla bla. Und dann habe ich ihr mehrmals versucht zu erklären, was das Problem ist, dass ich einfach nur rein möchte. Hier ist mein Ausweis, das ist meine Mitgliedsnummer, bla bla bla. Und dann hat sie einfach nur mittendrin gesagt, so, warum ich so aggressiv bin. Und ich war einfach null aggressiv. Vielleicht kam so ein bisschen der Booster durch, aber ich war eigentlich meines Erachtens nicht aggressiv. Und nachdem sie mich gefragt hatte, warum ich so aggressiv bin, ich meinte, das bin ich gar nicht. Da meinte sie, doch, du bist sehr aggressiv. Daraufhin habe ich ihren Kopf genommen, auf den Tresen geknallt, habe mir die Karte selber genommen, kenne mich ja mittlerweile aus. Und jetzt bin ich hier beim Training. Ne? Kommunikation ist der Schlüssel für alles. So, ich bin noch mitten im Warm-up. Und wir kicken mal, was heute so geht. Ne? 3 Wiederholungen pro Satz. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Eine Max-Wiederholung, eine Wiederholung, wir gucken, was geht. Ich dachte mir jetzt so, macht gerade Spaß. 130 Kilo einmal. Let's go. Komm. Ja. 1, 2, 1, 2. Yes. Es gab damals einen Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, ich will unbedingt ins Fitnessstudio und möchte Muskeln aufbauen, möchte breiter werden, um ernst genommen zu werden. Mit 17 war ich auch dann irgendwie in so einer Clique, weißt du, war dann so derjenige, der dann irgendwie etwas später, Jahre später in diese Clique kam und alle kannten sich und das ist total normal, dass man sich im Teenie-Alter, dass man sich gegenseitig ein bisschen diss mit Sprüchen und ich konnte damals keine Sprüche vertragen. Ich habe alles persönlich genommen, das hat sich mit der Zeit erst entwickelt. Es gab damals halt Momente, wo halt die Leute in der Clique teilweise älter waren, die Jungs, die schon ein bisschen breiter waren, weißt du, diese Aufmerksamkeit bekommen hatten und dann natürlich immer auf die Kleinen, auf die Schmächtigen gehauen haben, um halt im Rampenlicht zu stehen, sage ich mal. Da gab es eine Schlüsselsituation. Ein Kumpel damals hat für die Clique so ein Wallpaper erstellt.
Er konnte malen, hat dann jeden irgendwie so gemalt auf so einem Blatt Papier und jeder war dann drauf. Jeder hatte einen Spitznamen gehabt. Alle hatten voll die coolen Spitznamen. Einer konnte tanzen, der andere konnte singen. Der andere war einfach für seinen Style bekannt. Wisst ihr, was bei mir stand? Schulter. Wirklich kein Scheiß. Auf dem Wallpaper, alle waren richtig cool dargestellt, außer Tutti. Tutti war die Schulter. Warum? Weil meine Schultern damals einfach nach unten gingen. Ich hatte keine richtige Statur gehabt. Ne? Mein Körper war so nach unten. Ich muss mal irgendwie noch mal ein paar alte Bilder raussuchen, wie ich mit 15, 16 aussah. Und alle haben mich ausgelacht, als sie es bekommen haben. Alle haben es gesehen, alle haben mich ausgelacht. Schulter. Ja? Und dann hieß es auch so immer so, Tutti, du hast nur Sixpack, weil du dünn bist. Ne? Also natürlich mache ich heute Witze darüber. Aber damals war tatsächlich Mobbing mein Antrieb. Ich bin zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, so Mama, ich muss ins Fitnessstudio. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch Fußball gespielt und habe dann auch irgendwann neben dem Fitness so mit Kampfsport angefangen. Aber für mich war immer klar, ich wollte breit werden. Ich wollte ein breiter Asiate sein. Und ich habe es mit der Zeit auch geschafft. Und ich habe mich komplett isoliert. Ich habe mich mit keinem mehr getroffen. Ich bin nachts dann immer in den Ferien, wo alle feiern, saufen waren, bin ich ins Gym gegangen. Ich habe um 1 Uhr morgens dann einfach trainiert. Ich hatte keinen Plan gehabt. Und darum geht es gerade, was ich euch sagen wollte. Ich hatte keinen Plan gehabt, aber ich war einfach da. Ich war immer regelmäßig am Start und habe mich dann reingefuchst. Und irgendwann hat man sich wiedergesehen. Irgendwann konnte ich dann auch ein paar Sachen tragen, wo es halt ein bisschen geil aussah. So ein bisschen Arm aufgebaut, die Schultern hingen nicht mehr so krass. Und dann gab es halt das Feedback. Boah, was mit dir passiert und so, trainierst du? Und du weißt doch, na nee, ab und zu. Nein, Digga, ich habe mir jeden Tag, Alter, mit Muskelkater den Arsch aufgerissen. Ich hatte richtig Schmerzen, ich hatte gar keine Ahnung von Regeneration, Trainingslehre, Ernährung, gar nichts. Einfach gefressen und irgendwie ins Training gegangen. Habe mir so ein billiges Whey-Eiweiß gekauft, weil ich kein Geld hatte. Ich glaube, das war einfach nur Traumzucker mit Vanillegeschmack oder so. Und dann wurde es Lifestyle. Damals war es halt ein Beweggrund, also, weißt du, um es den Leuten da draußen zu zeigen. Das war so meine Motivation. Und mittlerweile bin ich dann natürlich dahingehend ruhiger geworden, weil ich weiß, ich mache das für mich und möchte im Spiegel für mich geil aussehen. Und wenn man natürlich Feedback und Komplimente von außen bekommt, ist es immer schön. Für jeden Menschen sind Komplimente schön und essentiell. Aber ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, weswegen ihr damals mit Sport angefangen habt. Ob das Kampfsport war, ob das Fitness war. Oder warum ihr mit Krafttraining, Muskelaufbautraining begonnen habt. Das würde mich natürlich interessieren. War es vielleicht auch etwas, wo ihr gesagt habt, so, die Leute haben euch ausgelacht, weil ihr klein und schmächtig wart. Wolltet ihr gesehen werden? Wolltet ihr anerkannt werden? Was war's? Schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich wirklich brennend interessieren. Kann ich mehr. Kann ich mehr. Noch einmal, wie ist das dann nach Hause? Kann ich mehr. Aber du bleibst sein, ja? Mein Leben schwer. Wenn du unten, das Kalte, dein Popo, ja, nicht gut. Du musst nach oben, okay? Und wenn jemand sagt, ey du, scheiße. Hi, dein Maul, du Arschlack. Schwer trainiert heute, jetzt nochmal 2 Bizepsübungen hinter mir. Beim nächsten Mal zeige ich euch gerne, wie ich gerne einen Bizeps stimuliere. Ich fahre jetzt nach Hause, wir kriegen noch Besuch. Freunde sind zum Essen eingeladen. Es gibt einfach Menschen, da lohnt es sich, sie einzuladen. Der eine davon bringt nämlich seinen eigenen Grill mit. Und wenn ich gerne Steak esse und Laura auch, dann am liebsten nur, wenn er seinen Grill mitbringt. Bis gleich. Ja, sei da. Oh, Free Spirit, Leute. Das ist Englisch, bedeutet Free Spirit. Türkische Kinderarbeit, ne? Kennt ihr vielleicht größere Basteln? Das ist irgendwie auch so richtig so, mein Ohrläppchen auf dem Boden schleift und so. Seriously, what the fuck are you doing? Bruder, ganz kurze Sache. Ich war gerade beim Sport und deine Frau ist ja vorher hergekommen zu uns, ne? Ich komme vom Sport wieder, hab mir wirklich Zeit gelassen. Ey, und die ist immer noch hier. Digga, Abholservice bitte einmal. Bester Mann! Entschuldigung, beste ich bin Frau. Ha! Geil! Schön, dass ihr hier seid. Ich schwöre, ich habe meine Socken. Ein schwäbischer Russe. Habt ihr noch nie gesehen, aber der hat einen geilen Arsch, Alter. Der hat einen richtig geilen Arsch. Halt mal ganz kurz dein Nasenloch. Ja. Warte, von unten noch. Ja. Also, mal so rauchen zu machen. Ich mach auf, ja, ist okay. Macht man das so irgendwie in. Sag mir, willst du in meinen Mund wandern? Oh mein Gott! Das ist vom Geburtstag deiner Mama? Yes! Keine Ahnung, da Massephase, I love it. Hat da jemand zu viel Nudeln gekocht oder was? Tzatziki! Aber selbst gemacht, Digga. So, ja, wir haben auch noch Dingsbrot, wir haben noch Schwarzbrot. Kannst du dich mal kurz filmen, wie du einfach nicht mal so. Guck mal, wie du rumläufst. Ja. Ich bin zu Hause, Alter. Was ist los mit dir?
Ohne neu. Guck mal hier. Die wurde über Silvester einfach zerstört. Ganz kurz, ich, Athena, ich brauch Klicks. Schön. Nippel. Nice. Oha, Mürger. Mürger auch Mürger. Laura und ich gehen immer zu Geburtstagen, weil wir wissen, es gibt Essen. Wir haben noch ein bisschen hier. Wartet gleich ab, wenn das Fleisch auf den Teller kommt. Laura's Butter, Alter. Und? Und? Geil. Ja, ist schon geil, Mann. Willst du deine Börek in meine Butterdose stecken? Wenn wir jetzt über dein Geschlechtsteil sprechen, müsstest du eigentlich Tight Amy heißen. Tight Amy? Warum Amy? Keine Ahnung. Ach, du weißt das schon, ne? Oder? Ich war beim Frauenarzt und der hat zu mir gesagt, ohne Scheiß, ich saß da auf dem Stuhl, zuhören, Leute. Beine gespreizt. Und das rum, rum. Ich saß da und er sagt zu mir, beugt sich runter und sagt zu mir, ja, Frau Vetter, ist, haben sie aber schon machen lassen, ne? Und ich so, wovon redet der? Ich so, was? Und dann kommt die Schwester und guckt dazu und er sagt, sie haben sehr symmetrische Schamlippen. Das sieht schon sehr gut aus. Sieht aus wie eine Designer-Vagina, ne? Und sie kommt und sagt, Designer-Vagina, das sieht sehr schön aus. Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid? Designer-Vagina. Ich habe zu Hause eine Designer-Vagina. Das ist mein Flex. Und ich möchte das ausgedruckt haben. Und fährt Unterschrift. Wie jetzt denn? Designer-Vagina oder das? Geil, Alter. Leute, die das riecht, Alter. Könnt ihr beim Zuschauen riechen, Junge? Oh, scheiße. Kleine Fleischkunde, wenn es anfängt zu seuchen, dann ist schon eigentlich fast schon easy. Wenn die Seuche da ist, dann ist es vorbei. Aber es ist lecker. Er hat Seuche gesagt. Jetzt so, oh, der Holzrost, Mann, die Holzrost. Los geht's jetzt, hier, komm. Zeig mal, was du brauchst. Holzrosten. Darf ich schon reintesten? Klar. Nudelsalat? Ja, ich liebe es, wenn der junge Mann ihn trifft. In diesem Sinne, wir gönnen uns richtig leckeres Essen. Vielen lieben Dank, Leute, fürs Einschalten. Sagt mir gerne nochmal zu der Thematik aus dem Gym in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.